Breslau ist Sitz der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung. Und ich möchte nun zur weiteren Präsentation Herrn Gruszewski einladen von der Kommission. Die zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans für die internationale Flussgebietseinheit Oder zur Umsetzung der Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bitte sehr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Przemysław Gruszewski. Ich habe das Vergnügen, eine der Arbeitsgruppen zu leiten im Rahmen der Internationalen Kommission. Und unsere Aufgabe ist es, weitere Aktualisierungen für die Bewirtschaftungspläne zu erarbeiten. Aber ich arbeite bei den polnischen Gewässern, bei einem der Unternehmen. Ich bin Abteilungsleiter für Wasserumweltmanagement. Heute habe ich allerdings das Vergnügen, die Kommission zu vertreten, die Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung. Laut Wasserrahmenrichtlinie teilen die Mitgliedstaaten ein bestimmtes Einzugsgebiet und sie müssen dann sorgen, die Maßnahmen zu koordinieren, die Maßnahmen für den Schutz und für planerische Aufgaben im Bereich der Wasserbewirtschaftung. Und die Oder ist eine von mehreren Flüssen in Europa, dessen Einzugsgebiet ein internationales Gebiet ist. Und wenn es um Polen geht, haben wir kein einziges Einzugsgebiet ohne den internationalen Charakter. Alle neun Flussgebietseinheiten teilen wir mit anderen Ländern. Oder ist ein eine eigenartige Flussgebieteinheit. Warum? Naja, weil alle drei Staaten Mitgliedstaaten der EU sind. Also es ist eine EU-interne Flussgebietseinheit. Charakteristisch für die Oder ist auch, dass die Mehrheit dieses Gebietes auf einen dieser Staaten entfällt, und zwar auf Polen. Das sind über 86%. Wir nennen das internationale Flussgebietseinheit und das meiste Gebiet gehört oder entfällt auf Polen. Diese Nomenklatur, dieser Begriff internationale Flussgebietseinheit ist insofern wesentlich, weil sich das von der polnischen Gebietseinheit unterscheidet, und dafür wird ein nationaler Wirtschaftsplan entwickelt. Im März dieses Jahres wurde die zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans für die internationale Flussgebietseinheit entwickelt und genehmigt. Und das ist insofern wichtig, weil dieses Dokument eine Fortsetzung der zwei Auflagen dieses Planes darstellt. Also das System bleibt gleich, der Inhalt ebenfalls. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was innerhalb dieser Jahre gemacht werden konnte. Das ist die Darstellung der aktuellen Lage und eine gewisse Zusammenfassung dessen, was in den nationalen Bewirtschaftungsplänen für die Oder enthalten sind. Also es ist kein Dokument, das die Politik kreiert. Es ist ein gemeinsamer Teil, eine gemeinsame Vision von drei Staaten, die gemeinsam diese Flussgebietseinheit managen. Und wir haben da viel zu bewirtschaften, zu managen, denn wir haben in der internationalen Flussgebietseinheit 2000
2144 einheitliche Wasserkörper. Diese Anzahl hat sich geändert im Laufe der Zeit, wie Sie feststellen können. Das ging zurück, und zwar beträchtlich. Und die Grundlage ist natürlich nicht, die Ursache ist nicht, dass etwas verschwunden ist. Polen hat die Liste der einheitlichen Wasserkörper und deren Typologie überprüft. Wir sind in das biotische Schema umgeschaltet haben, und es wurde einfach, diese Teilung wurde oder Aufteilung wurde einfach in Ordnung gebracht. Ist es besser, schlechter? Darüber kann man diskutieren. Eine große qualitative Änderung ist immer schwierig, aber diese Neuordnung wurde vollzogen und so präsentiert sich das heute, das, was wir zu managen haben. Wenn es um unterirdische einheitliche Wasserkörper geht, die Änderung ist nicht besonders groß. Es ist eine Anzahl von 100 bis 110 ungefähr. Wir werden jetzt 109 einheitliche Wasserkörper managen müssen. Dazu gehört auch natürlich die Änderung des Charakters dieser Wasserkörper. Und wir wollen dabei feststellen, welche dieser Wasserkörper stark verändert wurden, manchmal auch unumkehrbar durch den Menschen natürlich. Und hier gibt es keine gravierenden Unterschiede, wie Sie feststellen können, weder in Plus noch in Minus. Das kann als positiv wahrgenommen werden, aber auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir nicht auf die Funktion verzichten, für die oder wegen der diese Änderungen vorgenommen wurden. Bei jeder Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans beschäftigt sich die Arbeitsgruppe mit der Übersicht der Maßnahmen. Wir prüfen also, was sind die stärksten, was ist der stärkste anthropogenische Druck im Einzugsgebiet der Oder? Und eigentlich waren all diese Auswirkungen präsent und bleiben nach wie vor präsent und sind wichtig. Aber manchmal ist die Charakteristik etwas präziser. Also die Erfassung hat sich hier und da geändert. Wenn wir das nochmal analysieren sollten jetzt, dann sind die Auswirkungen, die aus dem kommunalen Druck sich herausgeben, anders aufgrund der Kriegssituation und des Wachstums der Einwohneranzahl. Spürbar auf jeden Fall in Breslau. Warschau liegt zwar nicht an der Oder, aber diese Erscheinung der Migration ist auch dort sehr spürbar. In den ersten zwei Wochen des Krieges in der Ukraine kamen nach Warschau 15% mehr Einwohner. Also das wirkt sich natürlich aus auf den Fluss, und auch in der Flussgebietseinheit der Oder können wir das natürlich feststellen. Aber wenn man zu den Statistiken, zu den statistischen Angaben greift, dann konnte man gewisse positive Trends sehen, wenn es um Stickstoff und Phosphor geht. Wir haben eine wesentliche Verbesserung verzeichnet, und dieser Trend ist da seit dem ersten Plan. Wesentliche Probleme, die von der Arbeitsgruppe identifiziert worden sind, das sind dieselben Probleme, die es schon vorher gegeben hatte. Wir haben nach wie vor mit denselben Themen und Problemen zu tun in der Flussgebietseinheit der
oder bei der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans kann man sagen, dass vor allem die Bergbauproblematik, der Tagebau, sich manifestiert hat. Und das konnte man sehen, und zwar permanent. Und das haben wir nach wie vor berücksichtigen müssen bei unseren Überlegungen. Der Zustand der einheitlichen Wasserkörper, das ist ein spannendes Thema, das kann man tabellarisch darstellen, aber auch visualisieren. Also man kann sich immer gut der Bilder bedienen, aber der Vergleich von Daten und die Suche nach Trends bei der Wasserbewirtschaftung kann irreführend sein. Das lässt sich nicht so direkt machen. Warum? Naja, aus einem einfachen Grund. Wir sehen das hier, das ist alles, was grün markiert wurde, mit grünen Pfeilen. Das ist eine gewisse Verbesserung in manchen Aspekten, zum Beispiel seit der ersten Aktualisierung. Die Anzahl der Seen ist gestiegen. Die Anzahl der Flüsse in der zweiten und dritten Klasse ist gestiegen. Und wir haben jetzt einen großen Anteil der Gewässer, wo wir nicht wissen, wie der ökologische Zustand sich darstellt. Das ist also dieses Verzeichnis der einheitlichen Wasserkörper. Und das ist die Visualisierung des Monitoring mit der neuen Aufteilung. Aus einem inhaltlichen Grund. Ein großer Anteil der Messstellen und deren Ergebnisse konnte für die Begutachtung, die neue Begutachtung der einheitlichen Wasserkörper herangenommen werden. Daher haben wir eine relativ große Anzahl mit den unbekannten Werten. Das wirkt sich natürlich auf die allgemeinen Ergebnisse aus. Etwas besser sieht die Statistik aus, wenn es um deren Inhalt geht, wenn es um stark veränderte Gewässer oder Wasserkörper geht. Leider beobachten wir Trends, die auf die Verschlechterung der Situation hinweisen und nicht auf die Verbesserung. Wobei man muss die Schlussfolgerung sehr vorsichtig genießen. Wir sprechen über etwas andere Grenzen der einheitlichen Wasserkörper. Der Anteil von unbekannten Flüssen und Seen oder der Flüsse und Seen mit einem unbekannten ökologischen Potenzial ist nach wie vor relativ groß. Und der chemische Zustand? Bei dem chemischen Zustand muss man noch eines bedenken, bevor man auf die Ergebnisse und deren Auslegung zurückgreift. Abgesehen von dem Verzeichnis der einheitlichen Wasserkörper haben sich auch die Berechnungsmethoden verändert. Polen hat auf das Perzentil verzichtet. Und seit einigen Jahren heißt maximal, wirklich maximal, also eine Konzentration von 12 Messungen. Und das ist dann die Grundlage für die Beurteilung des Zustands. Vorher konnten wir Perzentil 90 herannehmen. Und dazu kamen neue Substanzen. Das ist eine Thematik, die für alle drei Staaten relevant ist. Die Liste der Prioritäten, wenn es um die Substanzen geht, wurde vervollständigt. Und nach dem Motto, die schlechteste Substanz entscheidet, das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der Grenzüberschreitungen. Und eine andere Neuigkeit in Polen, 13 Substanzen wurden von uns in Biot untersucht. Das ist also auch nicht ganz vergleichbar. Wir haben mit einer neuen Matrix zu tun, mit einem neuen Element bei der Untersuchung. Also,
Man kann vielleicht welche Trends darstellen und man kann einen Versuch unternehmen, diese Ergebnisse auszulegen, aber auch dabei muss man ganz vorsichtig bleiben. Wenn es um die unterirdischen Wasserkörper geht, da sind die Vergleiche zwischen den Zyklen repräsentativer und wir sehen den Anstieg der Wasserkörper mit einem guten Zustand und mit und den Rückgang der Wasserkörper mit einem schwachen Zustand. Wir haben nichts, wo wir sagen müssten, das bleibt uns unbekannt. Umweltziele? Naja, das ist diese Perspektive. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Also wann werden unsere Wasserkörper die Umweltziele erreichen? Natürlich international gesehen. Bei den einzelnen Aktualisierungen konnten wir feststellen, welche die Ziele bereits erfüllen, welche noch nicht. Aber ein Umstand muss dabei berücksichtigt werden. Das Ziel war das Jahr 2015. Das heißt, alle einheitlichen Wasserkörper, die nicht in einem guten Zustand sind, sind Wasserkörper, die nicht die Ziele der Richtlinie erfüllen. Und da muss natürlich die Ursache dieses Zustands untersucht und erklärt werden. Daher auch die Anzahl, knapp 68%, die nach der Frist, das heißt nach dem Jahr 2015, erreichen werden. Aber das soll man nicht mit den Abweichungen des Artikels 4.4 identifizieren. Wenn es um Polen geht, ist das eine Art Automatismus, also einheitliche Wasserkörper, die nicht im guten Zustand sind. Dafür gilt die Abweichung von dem Artikel 4.4. In Polen wird die Wasserrahmenrichtlinie so interpretiert. Also die Frist ist bereits abgelaufen vor 7 Jahren. 38% der einheitlichen Wasserkörper. Dabei gilt die Abweichung aus dem Artikel 4.5, also reduzierte Umweltziele. Und Maßnahmenprogramm, das ist eine Art Zusammenfassung, das ist eine Art Ergebnis von allen Analysen. Wie ich anfänglich sagte, der Bewirtschaftungsplan kreiert keine Maßnahmenprogramme. Das ist nur eine Art Zusammenfassung und eine Auflistung von gemeinsamen Teilen von dem, was auch in den nationalen Bewirtschaftungsplänen enthalten ist. Wobei, wir haben eine Aufgabe, die es zu lösen gilt, für die internationale Kommission, das heißt die Aktualisierung der Strategie für die gemeinsame Lösung der wesentlichen Probleme der Wasserwirtschaft im Bergbaubereich. Das ist ein gemeinsames Werk der Arbeit, der Arbeitsgruppe und das sind die Aufgaben für die nächsten Jahre. Und diese Aufgabe ist in den nationalen Bewirtschaftungsplänen höchstwahrscheinlich nicht verankert. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte mich gleich entschuldigen, dass ich mit Ihnen nicht bis zum Tagesende bleiben kann. Ich bleibe bis zum Ende dieser Runde, aber ich habe noch einige Termine in Breslau und ich muss heute noch nach Warschau zurück. Deswegen kann ich an der Enddiskussion nicht teilnehmen. Aber die Diskussion wird aufgenommen, aufgezeichnet und dann können Sie später auch die Diskussion verfolgen im Nachhinein.